Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Everspace 2 mit Captain Rieljok. So, dann wollen wir mal weiter. Haben wir auf dem Kreuzer an dir herumgebastelt? Bist du noch du selbst? Da ich immer noch nicht auf das Eterna-Netzwerk abgedatet und grob beleidigt wurde, indem man mich wie eine illegale Maschine behandelt hat, bin ich derselbe Hive wie vorher. Was haben sie mit dir gemacht? Ich wurde mit einem Coaching-Protokoll ausgestattet, das auf dem Persönlichkeitsprofil deiner Zielperson basiert. Adam Roslin, Kommandant der GNB-Elite-Staffel in der DMC. Ich soll dir dabei helfen, so zu werden wie er und in Situationen eingreifen, in denen du deine Rolle nicht richtig spielst. Meine Bord-KI ist jetzt also dazu da, mir zu zeigen, wie ich mich mehr wie ich verhalte. Verrückt. Dann wollen wir da mal weitermachen. Bisschen was verkaufen vielleicht noch. Könnten wir machen. Könnten wir machen. Ja. Aber es lohnt sich noch nicht, oder? Mal kurz gucken. Ja, doch. Rahmen. Oh, guter Preis. C2 Transit. Jetzt bin ich in diesem System. Ja, genau, das werden wir machen. Wir haben ja aus dem anderen System haben wir ja die Nudeln gekauft. Und jetzt werde ich die Nudeln hier in diesem System verkaufen. Nicer Dicer. So, dann wollen wir mal kurz gucken. Shop. Und dann verkaufen. Ich weiß. Den zerlegen wir. Den auch. Und die verkaufen wir jetzt. Ja. Okidoki. Damit wir die uns herstellen können. Damit wir uns die herstellen können. Dann zerlegen wir diese hier. Und die könnte ich eigentlich mal ausrüsten. Aber ich... Ich habe lieber ein paar mehr. Die auf Distanz. Okidoki. Abdocken. Zack. Dann wollen wir mal weitersehen. Ceto Transit. Ah, muss ich das aktivieren, ne? Genau. So, einen kleinen Bogen und jetzt aktivieren. Zack. Jetzt funktioniert es auch. Wusch. Bam. Hey, Hive. Ich muss dich was fragen. Du hast die volle Aufmerksamkeit meiner Audiosysteme. Ich habe diese seltsamen Träume, diese Visionen. Sie scheinen mich mit irgendwas zu verbinden, aber ich steige einfach nicht dahinter. Erstens ist mir bekannt, dass viele Klone von solchen Phänomenen berichteten. Laut Hypothese ist es eine Form von Gewebegedächtnis. Zweitens muss ich dich daran erinnern, dass ich eine Schiffs-KI bin, kein Psychotherapeut. Und dementsprechend nicht für Traumdeutungen zuständig. Okay, Cartwright Wake. Danke für die Hilfe. Cartwright's Wake.
So, okidoki. Da bin ich ja mal gespannt. Stufe 13. Okay, da ist wieder eine Nebenmission, glaube ich. Was Blaues. Ja, die Nebenmission müssen wir auch noch machen. Die mache ich vielleicht aber auch offline. Ups. Ich suche Tarjack. Hast du ihn irgendwo gesehen? So wahr ich hier stehe, Adam. Taryn, wow. Das ist also dein Frachter da draußen. Ich wusste doch, dass ich ihn von irgendwo erkenne. Es ist lange her. Ich hatte mich schon gefragt, was aus dir geworden ist. Früher hast du meinen Laden ziemlich häufig besucht, sogar zweimal hintereinander, was ich sehr ungewöhnlich fand. Doch dann wurden deine Besuche immer seltener, bis du schließlich gar nicht mehr kamst. Du hast also die endlosen Turbulenzen der DMC überlebt. Das habe ich, Taryn. Knapp. Ich habe eine Weile versucht, mich zu integrieren und einen richtigen Job zu finden, aber das hat nicht ganz geklappt. Für Typen wie dich und mich funktioniert das nicht, Adam. Wir Ausgestoßenen folgen am besten unseren eigenen Wegen. Da hast du sowas von recht. Bist du noch als Händler unterwegs? In der Tat. Und ich bin jetzt zu zahlungskräftigeren Kunden gewechselt. Großaufträge erfüllen. Die Fracht mag fragwürdig sein, aber die Belohnung ist gut und es schadet niemandem. Freut mich für dich. Du sagtest, du suchst Tarjack. Er kam vor einiger Zeit hier durch, ist aber gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Ich nehme nicht an, dass du einen Weg ins Sarkov-System kennst, ohne bemerkt zu werden? Ich habe von unserem alten Freund Alec gehört, dass einige von euch Händlern eine Route dorthin nutzen. Das stimmt. Und da du ein so geschätzter und vertrauenswürdiger alter Kunde bist und Freund, biete ich dir Zugang zu einer geheimen Hintertür. Sie befindet sich ganz in der Nähe. Ich verrate dir den genauen Standort und den Zugangscode, um das Tor zu aktivieren. Du bist mein Held, Taryn. Es war schön, dich wiederzusehen. Wir sollten uns bald mal wieder treffen. Jetzt, wo wir uns wiedergefunden haben, ist das durchaus möglich. Ich bin bald geschäftlich in Sarkov. Okay, vielleicht sehen wir uns ja dort. Okay, der Wirbel, sagst du? Shop noch irgendwas? Thermokanone zerlegen. Sonst ist alles soweit okay. Kann man hier kaufen? Strahlenlaser? Nö, alles gut. Wir könnten auch wieder Waren kaufen. Aber nee, lassen wir das mal. Lassen wir das mal abdocken. Okay. Zu sehen. Das Universum ist klein. Solche Begegnungen sind gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man dein Maß an sozialem Engagement innerhalb der DMC betrachtet. Du musst einfach allem das Geheimnisvolle nehmen, nicht wahr? Aha. Ich hoffe sehr, dass dieses komische Tor stabil ist. Ich will in einem Stück auf der anderen Seite rauskommen. Was ist da los? Jetzt aktivieren. Okidoki. Nachricht, die an deine Signatur gerichtet ist. Das muss die Agentin von Hawk sein. Stell sie durch. Du bist da. Gut. Das Wichtigste zuerst. Ich bin deine Kontaktperson für diese Mission. Nenn mich Tammy. Roslyn ist gerade nicht im System. Sollte er wieder reinspringen, werde ich das registrieren und wir müssen sofort abbrechen. Bevor du dich weiter in das System wagst, musst du ein Datenpaket mit der erforderlichen Signatur abholen.
Du findest es im Gaswirbel, wo sich häufig Plünderer rumtreiben. Tu dein Bestes, um nicht gesehen zu werden. Over and out. Das war ziemlich schroff. Nicht mal ein Hallo oder wie geht's? Berger Rosslands Signatur. Da? Von da kommen wir doch. Habe ich wieder nicht zugehört. Unentdeckter Ort. Das muss ich mal kurz gucken. Mission, der Wirbel. Berge die Signatur. Auf der Karte zeigen. Wegpunkt setzen. Ah ja. Unentdeckter Ort. Alles gut. Bleib locker. Sprungantrieb. Zack. Herausforderung abgeschlossen. Das Datenpaket befindet sich in einem Wrack. Du solltest die Lichtbögen dieser Kristalle meiden, da sie elektrische Schäden an unserem Schiff verursachen können. Ich versuch's. So, by the way, looten wir, sehr gut gelootet, Berger Rosslands Signatur, okay, was ist da noch, Kristalldiode, glaube ich, ja, zack. Okay. Okay, muss ich die abschießen vielleicht? Bauen wir jetzt noch was ab zwischendurch, wenn wir schon mal da sind. Okay. Keine gute Idee. Doch. Isidium. Okay. Diese Atmosphäre, das macht immer so einen Spaß, die Sachen zu erkunden. Container. Ah, 1,6 Kilometer, der ist nicht hier. Frachtdrohne, okay.
Öffnen. Da ist die Signatur. Zack. Die Signatur lässt dein Schiff in allen Belangen wie das Schiff deines Klons erscheinen. Und ich schätze, ich trage das? Richtig. Das ist gruselig. Ich sehe aus wie er. Also gut, ich will das Ding so schnell wie möglich ausziehen. Bringen wir es hinter uns. Okay. Muss ich mich beeilen, damit ich da hier rauskomme. Mist, Plünderer. Und sie setzen Sprungstörungen ein. Zeige Autorität und befiehl ihnen, sich zu zerstreuen. Sie werden glauben, dass du der Kommandant der Elite-Staffel bist. Okay. Ihr da, ihr habt 60 Sekunden Zeit, das Gebiet zu verlassen. Du solltest hier draußen keine Kämpfe allein austragen. Hey, ist das nicht dieser Elite-Boss? Umzingelt den Miskal! Diese Plünderer hegen anscheinend einen Groll gegen die Elite-Staffel. Ich muss die Drohnen loswerden, sonst setze ich hier fest. Diese Agentin Tammy mich vor allen anderen erreicht. Strecke die Brust heraus und schau jeden, der vorbeikommt, streng an. Dieser Rosslin ist dafür bekannt, schroff und direkt zu sein. Wir sind Klone. Es kann doch keinen so großen Unterschied zwischen uns geben, oder? Je weniger du auf der Basis sagst, desto besser. Ich muss Sie einen Moment aufhalten. Callahan? Ja, Sir. Nur ein Sicherheitscheck. Niemand wird rausgenommen. Das war Ihre eigene Anweisung. Wir scheinen auf ein unvorhergesehenes Ereignis gestoßen zu sein. Du bist bereits mit diesem Herrn bekannt? Er war mein Vorarbeiter in meiner letzten Arbeitscrew. Was zur Hölle macht er hier? Ich glaube, dass unsere Signatur die Sicherheitskontrolle trotzdem in die Irre führen kann, solange sie nicht zu gründlich scannen. Ich fühle mich gar nicht wohl dabei. Aha. Ist ein gewisses Maß an fantasievoller Überredungskunst deinerseits erforderlich. Du meinst, wir haben keinen Plan hierfür und ich soll improvisieren. Wenn du es so ausdrücken willst. Tut mir leid, Mr. Roslin, aber ich lese hier einige verwirrende Ergebnisse auf dem Scan. Was ist damit? Es scheint, dass dieses Schiff nicht den Unternehmensrichtlinien entspricht. Ich erkenne nicht zugelassene Technologie an Bord und eine möglicherweise manipulierte Signatur. Hören Sie, Callahan, Sie sind neu hier, aber Sie wissen sicher, wer hier das Sagen hat, oder? Gehen Sie zur Seite und lassen Sie mich durch. Sie verschwenden meine Zeit. Ja, aber Mr. Blakemore hat gesagt... Es ist mir egal, was Blakemore gesagt hat, Callahan. Werden Sie nicht anmaßend. Es tut mir leid, Mr. Roslin. Mr. Blakemore bat mich, Ihnen die Nachricht zu übermitteln, dass er mit Ihnen über die fehlgeschlagene Operation im Cetus-System sprechen möchte. Aber es gibt dringendere Angelegenheiten. Aktuell eine Gruppe von Outlaws, die von einer örtlichen Gasförderanlage vertrieben werden müssen. Ich wurde gebeten, sie sofort dorthin zu schicken. Sagen Sie Blakemore, dass er sich keine Sorgen machen soll. Ich kümmere mich darum. Okay, Shop. Jetzt wieder... Oh ja.
Ah, schon wieder die Aufladegeschwindigkeit schlecht. Aber eine bessere Energiekapazität. Ja, das rüsten wir aus. Das rüsten wir aus. EMP-Raketen. Schneller Schild. Stufe 14. Können wir noch nicht ausrüsten. Stufe 14. Sturmbooster. Okay. Wir müssen 14 werden. Und dann wollen wir das mal versuchen. Ah, an- und abdocken. Das ist ganz gut. Munition auffüllen. Kaufen. Abdocken. Zack. So, Spiel gespeichert. Cruise. Erledigen, bevor ich andocke, sonst fällt das vielleicht auf. Glaubst du, er hat uns den Schwindel abgekauft, Hive? Schwer zu sagen, aber es war eine sehr überzeugende Vorstellung. Gute Idee, ihn auf seine Unerfahrenheit anzusprechen. Ja, ich hatte kürzlich ein paar unangenehme Begegnungen mit diesem Typen. Keine Ahnung, wie er es in die Elite-Staffel geschafft hat. Das sollte ich mal recherchieren. Verschwende nicht zu viel Zeit mit Nachforschungen. Unsere Mission ist es, die Basis zu infiltrieren. Schätze, die gescheiterte Mission im Sito-System war die misslungene Gefangennahme von Dax. Das ergänzt dein Vorgehen vermutlich um einen emotionalen Aspekt. Ich schlage vor, diesen vorerst außer Acht zu lassen. Okay. Ach, du ahnst es ja nicht. Bisher haben die Outlaws nur eine der beiden Förderanlagen in ihrer Gewalt. Oh, das sieht aber gut aus. Ihre Aufgabe besteht darin, zu tun, was sie am besten tun. Alle ausnahmslos zu eliminieren. Ich weiß selbst, was getan werden muss. Merken Sie sich das? Natürlich, Sir. Ich lasse Sie mal machen. Das war nicht übel. Ich komme langsam in die Rolle rein. Ah, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Oh, man muss diese Dinger zerschießen da, bevor man die anderen zerschießen kann. So, nice, 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 nice. Noch zwei.
da. Untersuche das Innere der Förderanlage. Mann. Der Wirbel. So, können wir hier speichern? Ist das möglich? Nein, natürlich nicht. Wir sind auch ein bisschen angeschlagen. Reparieren. Ja, los, reparieren. Panzerung. Der Gasfluss in den Röhren erfolgt in regelmäßigen Intervallen. Du musst deinen Anflug entsprechend timen. Abgesehen von dieser Kammer verstecken sich weitere Gegner hinter der großen Lüftung. Du schlägst dich gut. Schön zur Abwechslung mal was Unterstützendes von dir zu hören, Hive. Ich häng fest. Bam. Bam. Oh Mann, ich bin fast down. Habe ich irgendwas zum Reparieren? Okay. Versuche nicht in die Strömung zu geraten.
Sie haben Verstärkung gerufen. Bald wird dieses Gebiet völlig überrannt sein. Ich schicke den Rest der Staffel los, um sie abzufangen, bevor sie reinfliegen können. Verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass der Rest der Elite-Staffel hier auftaucht, Hive. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich einfach auf deine aktuelle Aufgabe. Na komm schon. Na komm schon. Nein! Okay. Nein! Okay, da müsste ich meinen Turbo Boost aktivieren. Okay, das haben wir geschafft. Zack! Habe ich das nicht geschafft? Okay.
Nein! Oh, ist das ätzend! Zack! Du bist der Kommandant der Elitestaffel, oder? Ich habe die Luftschächte unter Kontrolle. Leben kommst du hier nicht mehr raus. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, jetzt bin ich auch mit drauf gegangen. Gut. Callahan, ich habe ja geschafft. Sobald wie möglich zu ihnen zu stoßen. So langsam geht dieses Spielchen so weit. Das Problem ist, wir sind total runter mit unseren. Habe ich nicht irgendwie einen Reparaturbot? Das wäre echt gut. Das wäre echt gut. Nanobot! Klein, okay. Okidoki. Alles klar. Nanobot klein, alles klar. Weiter geht's. Um den Faden nicht zu verlieren, ich habe Nanobots ausgerüstet. Und leider nur klein. Leider nur klein. Aber es ist immerhin schon besser als gar nichts. So, jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie rauskommen. Ich schätze mal, dazu muss ich diese hier alle zerstören. Zack. Dass das angezeigt wird. Okay. Können wir speichern eigentlich? Ja, wir können speichern. Irgendwo hier vielleicht. Zack, das Spiel wurde erfolgreich gespeichert. Wir sind Stufe 14, das habt ihr alles mitgekriegt. Ich habe hier einen kleinen Break gemacht, weil ich ein bisschen warten musste, bis der Nanobot und so aufgeladen ist. So, okay.
Was jetzt? Wegpunkt? Da bist du ja. Du hast die freie Wahl, Boss. Ich habe heute schon meine 7 Leute umgebracht. Der Rest ist Bonus. Warum sollte jemand seine Abschüsse zählen? Es gibt einen Unterschied zwischen dem einfachen Abknallen und dem richtigen Töten. Das erfordert Zeit und Hingabe. Nicht wahr, Boss? Ja. Man sollte nichts überstürzen. Was ist los, Boss? Normalerweise macht dir so etwas doch mehr Spaß. Ja, das geht doch besser. Wann bist du überhaupt zurück? Ich dachte, du wärst noch auf der Suche nach diesen alten Deserteuren. Ja, das dauert auch noch länger. Jedenfalls ist es gut, dass du hier bist, Boss. Wir wollten mit dir über den Neuen reden. Callahan? Ja, ist ein ganz schöner Idiot. Na klar, schon eher der brutale Typ. Also passt er ganz gut hier rein. Aber wir fragen uns, wie er so schnell befördert werden konnte. Ja, das ist ein echtes Rätsel. Ey, angeblich hat man ihn vorgezogen, nachdem er eigenhändig ein ganzes Förderteam aus einem Outlaw-Hinterhalt gerettet und ihren Anführer getötet hat, draußen in Sito. Blakemore scheint auf ihn zu hören. Ach ja. Wham! So, draußen bin ich. Okay, da geht's los. Da geht's los. Schadensbegrenzer, den schalten wir erstmal an. Na komm schon. Ach, diese alte Möhre, du. Mann. Gleich kommt mein Mann. Okay, das sieht doch gut aus. Bam. Bam. Das war's. Stimmt, das hat Spaß gemacht. Hey Boss, Lust auf einen Drink später? Also, nachdem du mit Blakemore geredet hast. Klar, bis dann, Jungs. Okay, Leute, fliegen wir zurück. Okay, back to life. Back to reality. So. Fliegende Holländerin ist auch hier am Start. Das ist ja nice. Ach so, zum Verkaufen. Und zum Reparieren vor allen Dingen.
Gasförderanlage. Okay, okay. Ich war ein bisschen überlastet. Überfordert. Mann, das war ja heftig. Mann. Diese Typen haben eindeutig keinen Respekt vor dem Leben. Dieser Rosslyn scheint auch nicht besser. Ich kann's kaum glauben, dass wir die gleichen Gene haben. Hoffentlich sind wir hier bald fertig und ich kann all das hinter mir lassen. Ist das jetzt schon abgeschlossen? Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht ganz, aber fast. Andocken. Hoffentlich können wir ein bisschen was verkaufen. Du bist als Rosslyn inzwischen überzeugend genug, sodass du bei der nächsten Begegnung sicher ohne meine Hilfe auskommst. Vielen Dank, Hive. Ja, ich habe mich so langsam an die Rolle gewöhnt. Auch wenn ich mir immer wieder ausmale, was sie mit mir anstellen, wenn meine Tarnung auffliegt. Es ist eine Sache, im Kugelhagel draufzugehen, aber eine ganz andere, in einem Verhör langsam zu Tode gequält zu werden. Konzentriere dich auf das Ziel. Lass dich nicht durch den Gedanken an ein möglicherweise bevorstehendes Desaster ablenken. Okay, das war der Wirbel. Meine Güte. Mr. Rosslyn, ich soll Sie eskortieren. Ja, danke. Was? Rosslyn ist ein Dreckskerl. Wenn du wie er sein willst, lass die Höflichkeiten sein. Ah, ja klar. Wow. Du siehst wirklich aus wie er. Das ist wohl kein Kompliment. Blackmores Büro ist da vorne. Wo ist er jetzt? In einem Meeting. Wir haben Zeit. Sonst noch was? Sprich mit niemandem. Und bleib in deiner Rolle als Rosslyn. Du weißt schon, als Arschloch. Alles klar, schon kapiert. Dann los. Hoffentlich klappt es, sonst machen wir beide morgen im Vakuum auf. Ich brauche noch ein Scan. Es dauert eine Weile, bis alles auf Eterna hochgeladen ist. Was machen wir mit den Überwachungsvideos? Ich verwische die Spuren. Keine Sorge. Der Typ steht auf Artefakte. Blackmore ist besessen von Ocker-Archäologie, aber vermutlich geht es ihm um mehr als nur Geschichte. Wir sind uns sicher, dass ihn einiges davon zu großen Viridium-Vorkommen geführt hat. Die Frage ist, was und wo? Er hat also Vorbereitungen getroffen. Die Daten sind gut, aber nicht ausreichend für Commissioner Hawk, um zu handeln. Wir brauchen mehr. Was ist eigentlich mit dir? Wieso arbeitest du für Hawk? Hey, ich arbeite nur für mich selbst und ich habe dir nichts zu erklären. Du bist nur wegen deiner DNA hier. Okay, schon gut. Ich habe erstmal alles, was ich brauche. Verschwinden wir. Ich bringe dich in die Nähe des Hangars. Hau ab und sprich mit niemandem. Mein leichtester Job bisher. Es ist noch nicht vorbei. Rosalind! Blackmore. Immer noch Mr. Blackmore für Sie. Was machen Sie schon hier? Sie sehen schrecklich aus. Haben Sie etwas zu berichten? Im Moment nicht, Sir. Ich brauche Ergebnisse, Rosalind. Die Zeit wird knapp und wir brauchen die exakte Flugbahn. Ich erwarte, dass Sie da rausfliegen und jede Sekunde nutzen.
Die Flugbahn für... Reißen Sie sich zusammen! Wir könnten längst bohren, hätten Sie nicht so ein Chaos veranstaltet, als Sie Dexter Bashar abgefangen haben. Das war bedauerlich, Sir. Finden Sie seinen Partner. Wer auch immer der Empfänger seiner Nachricht war, muss die Koordinaten haben. Kümmern Sie sich darum. Jawohl, Sir. Noch etwas. Hier kam ein Ockerhändler durch, der ein paar wichtige Teile geliefert hat. Ich habe der Elitestaffel aufgetragen, ihn zu eliminieren, bevor er das System verlässt. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Ich verstehe. Danke. Ich meine, ja, Sir. Aua, aua, aua. Du musstest Blakemore direkt in die Arme rennen, was? Glaubst du, er ahnt was? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich's vermasselt. Ich sorge für ein paar Ablenkungen hier auf der Basis, während du den nächsten Teil erledigst. Dann haben sie nicht so viel Zeit, über dein Verhalten nachzudenken. Du musst mehrere Wartungsdrohnen hacken und durch die Lüftungsschächte zu den Remote-Servern leiten. Oder ich verschwinde einfach von hier. Der Commissioner würde es sicher begrüßen, wenn du das durchziehst. Ja, schon gut. Deine Blutdruckwerte sind höher als gewöhnlich. Ja, Hive, das ist ja auch nervenaufreibend. Im Auge des Sturms. Das ist die nächste Mission. Da gucken wir uns das mal an, was für eine Stufe das hat. 15. Ja, ich kann noch ein bisschen plumper Quatsch machen hier. Das kann ich aber offline machen. Nebenmission machen. Also das war jetzt nur wirklich heftig. Heftig genial. Das war der Wirbel. Das haben wir zusammen durchgestanden. Das war echt cool. Ich will noch mal zum Hangar. Da will ich reparieren. Auswahl reparieren. Wichtig, Puppichtig. Munition auffüllen. Alles klar. Shop. Der ganz normale Shop-Wahnsinn. Das tue ich euch jetzt nicht mehr an. Oh, Sensor. Das muss ich aber noch mal tun. Sensor ausrüsten. Zack. Und den anderen zerlegen. Minen kann ich verkaufen. Ja. Oh, der ist in allen Belangen besser. Der ist in allen Belangen besser. Ausrüsten. Sehr schön. Und den zerlegen wir mal, wa? Oder verkaufen. Nee, den zerlegen wir, dann können wir das Ding nachher auch in Blau bauen. Es ist ja, wie es ist. Sturmbooster. Lieber alles zerlegen. Verkaufen. Kohle kriegen wir, glaube ich, durch den Spielverlauf genug. Den rüste ich aus. Den zerlegen wir. Minen verkaufen wir, also wir spielen ja nicht auf schwer oder so, oder von daher ist das alles kein Problem. Reparaturbots brauchen wir wieder demnächst. EMP-Raketen. Zerlegen, dann haben wir die für später. Okay. Das ist auch ganz interessant. Die behalte ich nochmal. Okay. So, das war jetzt nochmal zum Abschluss ein bisschen Mikromanagement. Alles klar, das war der Wirbel, das hat Spaß gemacht, das war echt krass. Ich habt ihr mitgekriegt, auch ein paar Mal geschnitten,
weil das zu lange ist. Das kriege ich ja sonst auch irgendwie mit der Zeit nicht hin. Aber in diesem Falle könnt ihr denn der Wirbel im Ganzen gucken. Wenn ihr euch das interessiert und wollt sehen, wie ich das gelöst habe. Und ihr habt da bestimmt auch Schwierigkeiten mit gehabt, da mit dem Wirbel. Das war ja echt krass. Aber hat Spaß gemacht. So, nicht lange reden. Ich sag mal in Hamburg, ich sag mal ein Tschüss. Das hat Spaß gemacht. Ich werde dann vielleicht ein bisschen offline, ein bisschen, dass ich eine Stufe aufsteige, damit es dann wieder nicht zu schwer wird. Alles klar, in diesem Sinne, euer Captain Reliok. In Hamburg sagt man Tschüss, Tschüss.